So in der digitalen Wirtschaft kann man sagen, dass die Big-Tech-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, aber auch die chinesischen Pendants wie zum Beispiel Alibaba oder Baidu die stärksten Unternehmen sind, die einen Großteil der reichsten Unternehmen der Welt auch ausmachen. Und sie bauen darauf auf der einen Seite, dass es neue technologische Innovationen gab, aber auch auf der anderen Seite, dass sie diese in ein neues Geschäftsmodell umgesetzt haben. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Lobbyland Talk. Wenn ihr die ersten drei Folgen verpasst habt, dann schaut sie euch auf jeden Fall auch noch an. Da gibt es eine Playlist hier bei uns auf dem Kanal. Und das letzte Mal war zum Beispiel Dr. Thomas Dürrmeier vom Verein Goliath Watch e.V. bei uns. Und wir haben über Konzernmacht und Wirtschaftsgerechtigkeit für alle gesprochen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ein Like da lasst, abonniert uns gerne und teilt auch unsere Inhalte. Heute geht es auch mit einem spannenden Gast und einem spannenden Thema weiter. Und zwar ist Lena Stelzner bei uns. Lena ist Netz- und Klimaaktivistin und hat ihre Masterarbeit zum Thema Plattformökonomie und technologische Souveränität geschrieben. Momentan ist sie auch als Mitarbeiterin im Orga-Team für die diesjährige Bits und Bäume-Konferenz dabei. Die Konferenz findet im Oktober in Berlin statt und wird von 14 Organisationen und NGOs aus dem Bereich Wissenschaft, Entwicklungspolitik, Digitalpolitik, Umwelt und Gewerkschaften organisiert. Das ist die größte Konferenz zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, bringt eben diese Schnittstellenthemen zusammen und auch noch weitere Themen, gesellschaftliche und demokratische Fragen zum Thema Digitalisierung werden bespielt. Außerdem hat Lena auch noch mit weiteren Mitaktivistinnen das Kollektiv Blaupause gegründet, ein Verein für digitale Gesellschaft. Und um das Thema Digitalisierung und die Schnittstelle zu den anderen Themen soll es eben auch heute gehen. Wir werden uns angucken, was die aktuellen Digitalisierungstrends eigentlich sind. Was ist diese Plattformökonomie eigentlich? Was sind die Geschäftsmodelle dahinter? Wie kommt es zu den krassen Monopolbildungen, zum Beispiel von Facebook, Amazon und Google? Und wie nutzen sie eben auch ihre Macht, um ihre Interessen auf politischer Ebene, Stichwort Lobbyismus, umzusetzen? Und wie tragen sie so zur Verschärfung von Ungleichheit, Aushöhlung der Demokratie und der ökologischen Krise bei? Und natürlich soll es so wie immer hier bei uns bei diesem Format auch um Alternativen dazu gehen. Also wie kann eine Digitalisierung im Dienste der Menschen ökologisch gerecht und nachhaltig gestaltet werden? Aber da will ich jetzt auch noch gar nicht so viel vorwegnehmen und übergebe das Wort an dich, Lena. Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die Bühne frei für dich. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und hallo ins Publikum. Ich freue mich heute, euch über die Plattformökonomie was erzählen zu können und über sozial-ökologische Alternativen. Also genau, es geht um die Probleme der digitalen Ökonomie und die Alternativen. Und ich habe auch gleich mal auf der nächsten Folie nochmal die Daten für die Konferenz aufgelistet, damit ihr alle schon mal Bescheid wisst. 30.09. bis 2. Oktober an der TU in Berlin, Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn viele Menschen kommen. Das ist eine unserer Kernaussagen, dass wir davon ausgehen, dass die momentane Ausgestaltung der Digitalisierung wie ein Brandbeschleuniger der bestehenden gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten funktioniert. Und warum das so ist, möchte ich euch gerne aus meiner Perspektive im Folgenden erklären. Also was wir sehen, ist, dass wir eine Digitalisierung von immer mehr Lebensbereichen haben. Wir streamen die Musik und die Filme, wir bestellen uns Essen über Apps, wir fahren über Mobility-as-a-Service-Angebote mit geteilten Scootern durch die Stadt, daten auch durch Apps, kaufen online ein und speichern eigentlich unsere gesamten Dokumente auf der Cloud. Und was wir darin bemerken können, ist, dass immer mehr dieser Bereiche durch die Kombination aus Internet of Things, Big Data und künstlicher Intelligenz verändert werden. Und dass es eigentlich eine Frage der Gestaltung ist, weil wir sehen auf der einen Seite einen ganz großen Diskurs um die Plattformisierung, also dass alles über diese Plattformen jetzt läuft, als großes Versprechen für mehr wirtschaftliches Wachstum und Innovation. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Kritik daran von Menschen, die sagen, es hat großen Energie- und Ressourcenaufwand und wir müssten ja eigentlich mehr
Alternativen, die Open Source basiert sind, zum Beispiel angehen und Commons-basierte Plattformen aufbauen. Was das alles heißt, wird euch im Folgenden hoffentlich klarer werden. Erstmal so ein bisschen die Grundlage, was macht eine digitale Wirtschaft aus? Also in der digitalen Wirtschaft kann man sagen, dass die Big Tech-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, aber auch die chinesischen Pendants wie zum Beispiel Alibaba oder Baidu die stärksten Unternehmen sind, die den Großteil der reichsten Unternehmen der Welt auch ausmachen. Und sie bauen darauf auf der einen Seite, dass es neue technologische Innovationen gab, aber auch auf der anderen Seite, dass sie diese in ein neues Geschäftsmodell umgesetzt haben. Und dieses neue Geschäftsmodell, das basiert auf einmal dieser Form von einer Plattform, die sozusagen als Infrastruktur verschiedene NutzerInnengruppen in Kontakt miteinander bringt. Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Menschen, die was kaufen und verkaufen oder die Wohnung besitzen und Urlaub machen wollen, Menschen, die Musik machen, Musik hören wollen. Und diese Plattformen haben dann diese Vermittlungsrolle gesetzlich das als Vermittlungsrolle sozusagen zugestanden bekommen. Und die Kritik ist aber daran, dass sie eigentlich laut Philipp Stab zum Beispiel proprietäre Märkte geschaffen haben. Also sie sind eigentlich der Markt geworden und können über die Zugänge und die Regeln des Marktes bestimmen und werden dementsprechend auch als Gatekeepers benannt. Und die Art und Weise, wie Geld gemacht wird, ist dann über Werbung, über Transaktionskosten, aber auch Verkauf von Daten an Dritte und was man Renten nennt, also dass im Endeffekt Geld gemacht wird dadurch, dass man Menschen Zugang zu Gütern und Infrastruktur temporär gewährleistet und nicht Eigentumsrechte an diesen verkauft. Und das Ziel dieser Unternehmen ist dann meistens nicht Güter billig herzustellen, sondern zu wachsen und Marktanteile sich anzueignen, damit man Daten sammeln kann, mit denen man dann diese Strategien der Profitmachung nachgehen kann. Und warum es zu solchen großen Monopolen gekommen ist, liegt daran, dass diese digitale Wirtschaft darauf basiert, dass es Netzwerk- und Skaleneffekte gibt. Netzwerkeffekte heißt, umso größer ein Unternehmen oder eine Plattform ist, umso kompetitiver ist sie. Und Skaleneffekte heißt, umso größer die Plattform ist, umso attraktiver ist es natürlich für andere NutzerInnen. Und umso schwieriger ist es dann auch, Alternativen aufzubauen. Und ein Beispiel dafür ist BlaBlaCar. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch, als es noch ganz viele verschiedene Mitfahrportale gab, die auch eigentlich kostenlos waren und wie dann alles aufgekauft wurde, ganz viel Werbung gemacht wurde und BlaBlaCar den Markt übernommen hat. Genau. Und was da noch wichtig ist, es sind nicht nur diese großen Big-Tech-Unternehmen, sondern auch die Gesetze, die natürlich da reinspielen, erstmal diese Vermittlerrolle überhaupt den Big-Tech-Unternehmen zugestanden zu haben und sie dadurch von Haftungsregeln zu befreien, aber auch eine ganze Palette an Gesetzen, die eigentlich unknappe immaterielle Güter, also sowas wie Code und Emotionen, Ideen und Wissen, plötzlich eingeschränkt und nicht mehr frei zur Verfügung gemacht haben. Genau, und da ist wieder diese spannende Frage von, inwiefern ist Technologie eigentlich, muss sie diesen Effekt haben oder ist das die Art und Weise, wie wir sie gestaltet haben. Und hier sehen wir, dass das ein ganz starkes Ergebnis ist von Privatisierung, auch von öffentlicher Infrastruktur und diesen Lizenzen. Mit einem Zusammenspiel, vielleicht auch noch ganz kurz an dieser Stelle, mit der Deregulierung von Finanzmärkten, weil die Big-Tech-Unternehmen hätten ohne so viel Geld gar nicht so schnell wachsen können und leben eigentlich davon, dass es InvestorInnen gibt, die daran glauben, dass diese Unternehmen in Zukunft so stark wachsen werden, dass sie ganz viel Risikokapital da reingegeben haben. Genau. Ja, und genau, einmal auf die nächste Folie. Genau, die Versprechen, die sozusagen in diesem ersten Diskurs stecken von der Sharing Economy, ist im Endeffekt Innovation und wirtschaftliches Wachstum, Flexibilisierung, aber auch Automatisierung. Und aber auch spannenderweise dieser Aspekt von mehr Nachhaltigkeit dadurch, dass Ressourcen geteilt werden. Und ganz oft wird ja dann noch Technologie herangezogen zur Lösung ökologischer und sozialer Krisen.
Und genau. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf die Kehrseiten dieser momentanen digitalen Wirtschaft aufmerksam machen und damit auch diese Versprechen nochmal entlarven. Weil im Endeffekt sehen wir eine wachsende Abhängigkeit. Wir haben Staaten, aber auch BürgerInnen und vor allem kleine und mittelständige Unternehmen, die angewiesen sind auf die großen Plattformen. Und dadurch im Endeffekt als Beispiel Amazon Web Service, da wo ihr, also das Cloud-Unternehmen sozusagen, ganz viele andere Unternehmen brauchen Amazon, um überhaupt ihre eigenen Plattformen am Laufen zu halten. Und damit sind wir eigentlich in großen Teilen abhängig von Amazons Datenzentren, den Serverparks, den Unterwasserkabeln. Und wenn das einmal, also genau diese ganzen materiellen Infrastruktur, die eigentlich hinter einer Cloud stecken, von der wir immer denken, ja, das ist eine Wolke, die irgendwie ja gar nicht so richtig materiell greifbar ist. Genau, und das Spannende ist hier im Endeffekt zu sehen, dass wenn sowas wirklich mal kollabiert, wie viele private und öffentlichen Sektoren darunter leiden würden. Und ein ganz anderer Punkt ist natürlich auch damit verbunden, dass solche Systeme, die auf Profit ausgehen, gelegt sind, nicht unbedingt nachhaltig, sondern erstmal auf genau Profit aus sind und nicht unbedingt langfristig eine öffentliche Infrastruktur gewährleisten können. Ein dritter Punkt, auch zur wachsenden Abhängigkeit, ist das Steuerproblem im Endeffekt, dass das System gerade nicht so gut funktioniert und natürlich auch der Handlungsspielraum dann von Staaten eingeschränkt ist. Und der zweite Punkt, den ich hier gerne nochmal, auf den ich gerne aufmerksam machen will, ist die fehlende demokratische Kontrolle und Teilhabe, die wir bei den Big Tech-Unternehmen sehen können. Ich hatte ja schon gesagt, fehlende Haftung ist ein Problem, dass sie autonom Regeln setzen können, aber auch dieses ganze Konzept dahinter nochmal, dass es Aufmerksamkeitsökonomie ist, oft der Begriff, der dafür genutzt wird, dass man Leute so lange wie möglich auf seiner eigenen Plattform halten will und deswegen ja, diese Filterblasen bevorzugt und Hass und Polarisierung aber die Effekte sind, die wir auch heute in den ganzen rechten Tendenzen und antidemokratischen Strömungen wiedererkennen können. Und als weiterer Punkt ist da auch wieder Daten sind, birgen auch Gestaltungsmacht. Also Google kann entscheiden, wo die SpaziergängerInnen in der Stadt entlanglaufen und wie die Leute nach Autos, nach Parkplätzen suchen oder den Stau umgehen. Und das sind alles Daten, die eigentlich Städte genauso gut nutzen könnten für soziale und ökologische Ziele, anstatt sich von Google das vorschreiben zu lassen. Ein ganz großes Punkt, ein ganz großes Problem ist die Intransparenz und die fehlende Kontrolle natürlich. Genau, wir wissen nicht, wie diese Algorithmen funktionieren, aufgrund von welchen Werten und oft reproduzieren sie diskriminierende Strukturen der Gesellschaft, wenn sie zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz das lernen, was im Netz schon kursiert. Und als dritter Punkt der Kehrseiten möchte ich auf die ökologischen und sozialen Ungerechtigkeiten hinweisen. Wir haben auf der einen Seite Gig-Worker, also die Menschen, die für die Plattform arbeiten, die oft unter prekären Verhältnissen arbeiten, ohne Absicherung, sehr temporär, schlecht bezahlt und überwacht meistens auch durch die Apps, über die sie dann ihre Dienste anbieten. Und auf der anderen Seite aber immense Gewinne bei den Plattformbesitzenden. Und genau, diese Ungerechtigkeiten findet man auch auf der globalen Nord-Süd-Perspektive wieder. Unter dem Stichwort digitaler Kolonialismus. Da geht es darum, dass ganz viele ausländische Unternehmen im globalen Süden die Infrastruktur besitzen, die digitale, und der Mehrwert aber abgeschöpft wird im Norden durch die Daten, die dort generiert werden. Und dass die Selbstbestimmung eigentlich weitgehend fehlt in der zum Beispiel Handelspolitik und Digitalpolitik. Und ja, natürlich, genau, Bits und Bäume lebt ja auch von der Idee, dass wir das nachhaltig gestalten wollen. Und deswegen darf der Kritikpunkt nicht fehlen, wie ressourcen- und energieintensiv die Digitalisierung momentan ist. Und dieses Versprechen von geteilten Ressourcen durch die Sharing Economy konnte leider bisher nicht bestätigt werden. Im Gegenteil, wir sehen durch Rebound-Effekte einen steigenden Verbrauch und das im globalen Norden am stärksten.
Und es ist ganz interessant, wenn man sich anschaut, es sollten ja einfach nur 2 Tonnen CO2 pro Jahr pro Person für eine globale Struktur, eine globale Verteilung, gerechte globale Verteilung stattfinden. Und nur schon die digitale Infrastruktur in Deutschland verbraucht bereits 0,85 Tonnen CO2 pro Jahr pro Person. Ihr seht also, so kann das nicht gut funktionieren mit der Lösung der Klimakrise. Genau, und deswegen ist unsere zweite Kernbotschaft im Endeffekt, dass wir die Digitalisierung in den Dienst der Menschen und der Umwelt stellen müssen. Und das ist das, was uns bewegt, auf diese Konferenz zu machen. Es gibt bereits ganz viele Alternativen und Ansätze. Und genau, ich habe euch mal kurz noch ein paar mitgebracht. Die beziehen sich auf 3 Bereiche, Anwendungen und Ziele und dann die nachhaltige Gestaltung der Technologien und Infrastrukturen selbst. Und bei der Anwendung sind nur ein paar Ideen, es gibt noch viel mehr, aber ich dachte, es ist vielleicht nochmal ganz spannend für euch, ein bisschen Ideen auch mitzunehmen und nicht in dem negativen Problemanalyse zu verharren. Genau, es braucht die Regulierungen, Marktmacht brechen, Steuersysteme reformieren, faire Handelspolitik. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Plattform so zu gestalten, dass sie demokratisch selbstbestimmte Arbeitsmodelle ermöglichen, zum Beispiel Stichpunkt Plattformkooperativen. Und genau, Alternativen müssen aber auch finanziert werden. Die öffentliche Infrastruktur könnte auch mehr auf Open Source und freie Software aufgebaut werden. Und auch die ganze, die Plattform an sich, die wir nutzen, die auch sinnvoll sind und uns helfen im Alltag, uns zu organisieren, könnten genauso gut anstatt von einem Unternehmen gemacht werden, auch dezentral oder öffentlich hergestellt werden. Und genau, dabei ist aber wichtig, dass Daten als Gemeingut erachtet werden und für ein progressives Datenmanagement aufbauen. Genau, und bevor das hier zu lang wird, würde ich erstmal an dieser Stelle enden und wir können danach gerne auch nochmal auf die 2 Punkte für die Ansätze, wie kann Digitalisierung der sozial-ökologischen Transformation dienen und wie kann die Infrastruktur nachhaltig selbst sein, noch näher darauf eingehen, falls euch das interessiert. Genau, und zum Schluss möchte ich euch gerne nochmal ermutigen, mit uns gemeinsam Druck auf die Politik aufzubauen, um die notwendigen Rahmenbedingungen für die Transformation zu schaffen und zur Bitzenbäume-Konferenz zu kommen. Genau, Ende September, Anfang Oktober. Ja, soweit erstmal von mir. Ich freue mich auf eure Fragen und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diesen Abriss von diesem super komplexen Thema in 10, 15 Minuten. War auf jeden Fall ein super Überblick und danke, dass du uns teilhaben lassen hast an deiner Expertise da. Genau, wir hatten ja auch schon besprochen, dass wir gleich in der Diskussion hauptsächlich auf die Alternativen eingehen. Dazu haben wir schon ein paar genannt. Da gehen wir ein bisschen ins Detail drauf ein. Bevor wir da reingehen, würde ich einmal kurz den Bogen spannen zu dem eigentlichen Kernthema von Lobbyland und zwar dem Thema Lobbyismus. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, mit der großen Macht von Digitalkonzernen betreiben diese natürlich auch Lobbyismus und versuchen, hast du ja auch schon gesagt, politische Entscheidungen auch in ihrem Gunsten zu beeinflussen. Also auch hier gibt es natürlich den Teufelskreis aus Marktmacht bzw. ökonomischer Macht und Lobbymacht. So hat dann auch Lobby Control das Thema Macht der Digitalkonzerne zu einem Schwerpunktthema gemacht und hat 2021 eine große Studie zu den Lobbyaktivitäten der Digitalbranche auf EU-Ebene veröffentlicht. Darin kommen sie zum Schluss, dass die Digitalbranche mittlerweile sogar der größte Lobbyakteur in Brüssel ist und ein Lobbybudget von mindestens 97 Millionen Euro im Jahr hat und damit dann auch vor der Pharma-, Auto- und Lobby, Finanzlobby zum Beispiel kommt. Auch bei den Einzelunternehmen liegt Google vorne, es hat das größte Lobbybudget eines Einzelunternehmens und wird auch direkt gefolgt von Facebook und Microsoft. Apple kommt dann auch schon an Stelle 5. Aber nicht nur die Unternehmen selbst betreiben Lobbyarbeit, es gibt auch die Strategien, die man auch aus anderen Bereichen kommt. So werden Denkfabriken finanziert, die dann zum Beispiel vereinheitlich wissenschaftliche Studien im Sinne der Branche veröffentlichen. Es wird mit Lobbyagenturen zusammengearbeitet, mit Anwaltskanzleien und so weiter. Es gibt auch Imagekampagnen, die öffentliche Meinung und Wahrnehmung der Digitalkonzerne beeinflussen sollen. Also es gab auch eine
große Kampagne von Facebook nach ganz vielen Skandalen, die damit ihre Weste so ein bisschen basteln wollen. Tatsächlich haben die Anzeigen geschaltet für über 6 Millionen Euro in Deutschland alleine in Zeitungen und Zeitschriften. Also man sieht, es geht dann auch in den Printbereich, obwohl natürlich auch die Beeinflussung der Meinung direkt über die Plattform stattfindet. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Natürlich findet Lobbyismus nicht nur auf EU-Ebene statt, sondern auch in den Mitgliedstaaten, in den Hauptstädten. Hauptziel der letzten Jahre war es, zwei Gesetze auf EU-Ebene vor allem zu beeinflussen. Die Gesetze wurden in den letzten Jahren diskutiert und befinden sich gerade in dem Verabschiedungsprozess oder wurden gerade verabschiedet. So ganz, der Prozess der Gesetzgebung auf EU-Ebene ist ja etwas komplizierter. Und zwar geht es um die folgenden zwei Gesetze. Einmal den Digital Markets Act zur Regulierung von den Online-Plattformen und einmal der Digital Service Act zur Regulierung von Online-Dienstleistungen. Und auch hier möchte die Digitalindustrie natürlich möglichst wenig regeln, also vor allem dann in den Bereichen Datenschutz, Verpflichtungen zur Bekämpfung von Desinformation und zur Fusionskontrolle. Da sind aber Lena und ich jetzt auch beide keine Expertin, habe ich schon festgestellt. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Studie und die ganzen Infos auch jetzt zur Bewertung des Digital Market Acts, wie jetzt gerade die Version vorliegt von Lobby Control. Könnt auch mal bei German Watch reingucken, die auch bei Bits und Bäume dabei sind und viel zu dem Gesetz arbeiten. Aber nur ganz kurz hier möchte ich die Einschätzung von Lobby Control zusammenfassen. Sie bewerten es so, dass einige Regeln schon recht gut sind, vor allem vielleicht zu diesen Bereichen Datenschutz und so weiter. Was die vielleicht auch ein bisschen darüber hinausgehen, was die Digitalkonzerne sich da so erhofft haben. Allerdings, was Lobby Control anzweifelt, ist es, ob es dann genug Ressourcen zur Umsetzung der Kontrolle, zur Umsetzung und der Kontrolle von dem Gesetz geben wird oder halt zur Umsetzung von Sanktionen. Ob zum Beispiel Stellen in verschiedenen Behörden geschaffen werden, um den Digitalkonzernen dann auch nicht auf die Finger zu gucken. Und Lobby Control vermutet sogar, dass es eine gezielte Lobbystrategie ist, sich eben nicht auf die Gesetzgebung selber zu konzentrieren, sondern sozusagen die Umsetzungsmöglichkeiten möglichst abzuschwächen und ja sozusagen die Ressourcen, die bereitgestellt werden, einfach möglichst gering zu halten und haben diese Vorgehensweise auch schon bei anderen Gesetzen beobachtet. Aber eins ist auf jeden Fall klar, die Maßnahmen zur Entflechtung, also sozusagen zur Zerschlagung oder Möglichkeiten zur Zerschlagung von Digitalkonzernen, also die Aufteilung in kleinere Unternehmen oder kleinere Teile und zur Fusionskontrolle, also dass es gar nicht zu so riesen Monopolen kommen kann, fallen halt super schwach aus. Und es ist fraglich, ob sie in der Form auch jemals zur Anwendung kommen können. Das heißt also klar, dass der Digital Markets Act jetzt kein Instrument zur Brechung der allgemeinen Markt- und Monopolstruktur darstellt. Und dann kommen wir jetzt auch wieder zu dem Thema, die Alternativen, Lena, die du schon angesprochen hast, wie sich grundsätzlich was ändern müsste. Also da können wir dann jetzt nochmal auf ein paar Sachen, die du angesprochen hast, drauf eingehen oder du vor allem und kannst nochmal erläutern, vor allem, was es für Alternativen gibt. Und vielleicht fängst du damit an, was es mit der freien Software oder Open Source Software, vielleicht schon mal ein paar gehört, aber woran liegen da die Potenziale und was ist das eigentlich? Also genau, was ich noch zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, sagen würde. Also genau, was vielleicht daran noch spannend ist, dass wir gerade ja mit der EU, das wissen wenige, aber uns im Digital Decade der EU befinden, was so viel heißt, wie wir versuchen eigentlich gerade in der EU gegenüber China und den USA so ein eigenes digitale Infrastruktur aufzubauen. Und da werden gerade wirklich, um auch die Relevanz dieser zwei Digital Service Act und Digital Market Act Gesetze nochmal hervorgehoben. Es werden gerade so die Grundbausteine eigentlich für diese Infrastruktur damit gelegt, die darauf ja abzielen, irgendwie VerbraucherInnen zu schützen oder Grundrechte im Internet zu sichern und auch Marktmissbrauch zu bekämpfen.
mit zum Beispiel einer Regulierung von verbotenen Geschäftspraktiken, was aber total fehlt, zum Beispiel beim Digital Service Act, auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, ist ein Verbot von personalisierter Werbung oder dass härter gegen Desinformation vorgegangen wird und dass auch diese systemische Reform nicht ermöglicht wird. Also wir bleiben sozusagen in dieser Logik der Plattformökonomie mit ihren Problemen, die ich vorhin dargestellt habe, anstatt wirklich eine öffentliche, gemeinwohlorientierte Plattforminfrastruktur aufzubauen. Der Digital Market Act zum Beispiel, ich glaube, da geht es auch voll stark darum, dass halt diese Profitorientierung der digitalen Unternehmen, dass es nicht darum geht, neue Geschäftsmodelle zu etablieren, sondern die Praktiken bleiben die gleichen, man versucht, die ein bisschen einzuschränken. Aber zum Beispiel bleibt auch diese Fusion, das Fusionsverbot oft sehr erst bei einem sehr niedrigen, dass man das anmelden muss bei so einem sehr niedrigen Level. Und genau, es ist keine Pflicht, dass die Gatekeepers den Schaden von vornherein, dass der nicht stattfindet, zeigen müssen, sondern es immer im Nachhinein, erst wenn sie sozusagen Kritik bekommen, dann müssen sie es nachweisen, anstatt das andersrum aufzuziehen. Ich glaube, grundsätzlich hat da die EU auch so ein bisschen eine Sonderrolle, weil es halt gar nicht so große, also die kommen ja alle aus den USA oder vielleicht auch China, ne, hauptsächlich USA. Deswegen ist es halt, glaube ich, in der EU überhaupt mal möglich, überhaupt solche Gesetze zu bringen und auch durchaus PolitikerInnen auf allen Ebenen dann nicht mal unbedingt pro der Digitalkonzerne sind und es auch eine verhältnismäßig große Lobby gibt, zum Beispiel der Fernseh- oder Zeitungsverlage, die natürlich für eine starke Regulierung sind, weil das halt eine große Konkurrenz ist und deren Geschäftsmodelle wiederum kaputt macht. Und das ist auch ein Grund, warum die Digitalbranche so viel, noch viel mehr als die anderen Lobbys da rein investieren muss, weil die ganzen Strukturen und die ganzen Connections halt noch gar nicht standen und von vornherein aufgebaut werden mussten. Ja, also aus unserer Sicht sind die Gesetze nicht stark genug und stellen noch keine grundsätzliche Alternative dar. Aber wie gesagt, dass es überhaupt so ein Gesetz gibt und an ein paar Stellen auch verhältnismäßig streng, ist, glaube ich, auch dann nur in der EU im Moment möglich gewesen. Ne? So, ja. Ja, genau. Auf der einen Seite ja, und wenn man sich aber, wir müssen auch gar nicht so in die Details reingehen, aber die globale Handelspolitik gerade anschaut, da wird auch mit der E-Commerce-Richtlinie die Grundlage gerade gesetzt für den digitalen internationalen Handel. Und dort sind eigentlich die Sachen, die wünschenswert wären, wie Open Source zum Beispiel, von vornherein gar nicht eingeplant. Und vielleicht auch kurz zu deiner Frage, genau, was heißt Open Source und freie Software? Also im Endeffekt geht es darum, ein Gegenstück zu dieser proprietären Software aufzubauen, die wir normalerweise heutzutage kennen. Wenn ich von Apple oder Microsoft Computer nutze, dann sehe ich sozusagen nicht die Infrastruktur von dem Code und kann sie auch nicht verändern. Und Open Source freie Software baut genau darauf auf, dass Quellcodes offen sind, lesbar, veränderbar und dass man sie auch weitergeben darf. Und es gibt dafür verschiedene Lizenzen, anstatt Copy Left wäre dann so ein Beispiel oder Creative Commons. Und auch nochmal um den Bogen zu spannen zu deiner Frage, was gibt es für Alternativen oder Ansätze, dass wir die Digitalisierung sozial und ökologisch gestalten können, was vielleicht auch in den Gesetzen hätte mehr Platz finden können. Ich hatte ja schon das Verbot von personalisierter Werbung zum Beispiel angesprochen. Das ist ja alles Teil von so einer Idee, Digitalisierung auch für die Transformation zu nutzen, als Beispiel die Ressourcenwende damit auch zu unterstützen. Also dass wir auch Digitalisierung nutzen, um wirklich den Rohstoffverbrauch im globalen Norden zu senken. Oder ein anderer Punkt wäre zum Beispiel zu sagen, Menschenrechte müssen auch in Lieferketten für diese digitalen Infrastrukturen beachtet werden. Oder dass die Algorithmen von den Suchmaschinen eher Reparaturmöglichkeiten aufzeigen, statt als Konsumtreiber zu wirken und generell eine Kreislaufwirtschaft unterstützen, indem zum Beispiel durch KI-Unternehmen
Wissen von anderen Unternehmen geteilt wird, wie sie bestimmte Materialien verarbeiten. Und das Gleiche kann man auch anwenden, einmal Digitalisierung für die Energiewende, dass dort automatisierte Abstimmungen zur Erstellung und Nutzung und Speicherung von Energien unterstützt werden könnten. Oder auch ein spannendes Beispiel finde ich die Mobilitätswende. Eigentlich lohnt sich das total, darüber nachzudenken, wie wir mit der Digitalisierung das öffentliche Verkehrssystem bequemer, schneller und verlässlicher machen können. Und mit Daten, die dann anonymisiert zugänglich werden, auch kleinen und mittelständigen Unternehmen eigentlich die Möglichkeit eröffnen, da Innovationen mit reinzugeben und an einem nachhaltigen Verkehrsmanagement mitzuwirken. Und da sind diese Begriffe von offene Schnittstellen und Interoperabilität immer ganz wichtige Begriffe. Da geht es einmal darum, bei den offenen Schnittstellen, dass man leicht mit anderen Apps zum Beispiel andocken kann. Und das wäre zum Beispiel für ein Lastenradunternehmen, was über die öffentliche Verkehrs-App ihre Dienste auch anbieten wollen, eine super Sache, dass sie da nicht ein eigenes System aufbauen müssen. Und Interoperabilität bedeutet eigentlich, dass verschiedene Dienste miteinander kombinieren und kommunizieren können. So wie bei Mail-Anbietern. Ich kann ja von Posteo zu Yahoo zum Beispiel eine Mail schreiben. Genau. Und damit, das sind so Instrumente, um diese Marktmacht, dadurch, dass man die Systeme öffnet und kombinierbar macht, erweitert. Die Marktmacht nicht erweitert, sondern verkleinert. Ja, so vielleicht zum Abschluss. Wir sind jetzt auch schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit, was bei uns immer dann auch sowohl bei den Hörerinnen des Podcasts als auch den Zuschauerinnen hier an der Frage, als Frage kommt, was sie denn jetzt als Einzelne tun können. Also ich glaube, wir sind jetzt sowohl Bits und Bäume als auch Lobbyland sehen natürlich nicht in den einzelnen, vor allem Konsumentscheidungen oder Entscheidungen von Einzelnen die Lösung, sondern in politischen Entscheidungen. Aber wenn man sich dafür einsetzen möchte, was kann man denn machen? Oder gibt es doch so ein paar einzelne Handlungsoptionen auf der individuellen Ebene, die du doch empfehlen würdest? Genau. Ja, ich glaube, was ein grundlegendes Ding ist, was wir alle machen müssen, ist dieses Narrativ in Frage zu stellen. Also, dass Technologie an sich erstmal unsere soziale und ökologische Krise lösen werden, als auch dass das auf Technologie basierende Wirtschaftswachstumsmodell der Weg ist, den wir weitergehen sollten. Und ich glaube, dafür zu sensibilisieren und Menschen im Umfeld auch darauf aufmerksam zu machen, warum eigentlich die Digitalisierung, so wie wir sie gerade gestalten, eigentlich eine Gefahr für Demokratie ist, für globale Gerechtigkeit und für den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Da müssen wir entgegensteuern, weil, wie du gezeigt hast, die Lobbymacht der Big-Tech-Unternehmen ist wahnsinnig stark und die framen ganz stark natürlich diesen Innovations- und Wachstumsdiskurs. Und genau, neben dem natürlich Umsteigen auf eigene Open-Source-Alternativen und andere mitziehen, das zu tun, ist es natürlich meiner Meinung nach hilfreich, auf Demos zu gehen und selber Kampagnen zu starten, Abgeordneten zu schreiben, mit Journalistinnen zu sprechen, aber auch einfach zu Veranstaltungen zu gehen, wie heute, und andere Konzepte und Praxisbeispiele, die es ja schon gibt, sich anzuschauen oder sogar selbst aufzubauen. Und zu guter Letzt natürlich zur Bits und Bäume-Konferenz zu kommen und dort mit uns einmal dieses Narrativ weiter stricken, als auch den Druck aufzubauen, dass die Rahmenbedingungen politisch umgesetzt werden. Ja, ich denke, Bits und Bäume ist auch generell ein guter Ort, um Anschluss zu finden, mit anderen anzuschließen. Danach werden ja Ideen gesponnen, die dann danach umgesetzt werden können. Also wer sich für das Thema weiter interessiert, geht auf jeden Fall hin. Genau, und also man kann uns natürlich auch schon im Vorfeld unterstützen. Wir freuen uns auch über neue Menschen in den Arbeitsgruppen, die wir gebildet haben. Da könnt ihr uns auch gerne für anschreiben. Stimmt, ihr arbeitet ja auch zum Großteil ehrenamtlich, ne? Und sag nochmal, ab wann gibt es die Tickets? 4.7., stimmt das? Genau. Okay, also genau, schreibt euch das Ding in den Kalender. Auf der Homepage von Einfach Bits und Bäume, ja, findet ihr schon, gibt es dann den Link zum Ticketkauf. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Lena, für
den guten Überblick. Ich hoffe, wir konnten hier einige anregen, sich auch mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben gesehen, es reicht eigentlich in alle Bereiche rein. Wir müssen uns damit mehr beschäftigen. Das Thema Lobbyismus ist auch in dem Bereich super groß. Genau, bleibt dran. Lest, schaut, informiert, teilt Inhalte, kommt zur Konferenz. Und bei Lobbyland Talk gehen wir erstmal in die Sommerpause. Und dann geht es im Herbst weiter. Schön, dass ihr dabei seid, und dann sehen wir uns im Herbst wieder.